So, Sylke, komm doch auch gleich mal mit vor. Wir sind zu zweit hier, freuen uns sehr, mal wieder in Thüringen zu sein. Wir kommen jetzt aus Bayern, wo ja die Verhältnisse ganz anders sind als in Thüringen, also wirklich anders, muss man sagen. Ja, wir haben eine niedrigere Arbeitslosigkeit dort, wir haben auch also solide, lang bewährte IG Metall-Strukturen, ja, die da auch immer streiken und so. Wir kommen aber eigentlich auch irgendwie aus Thüringen, alle beide. Wir haben nämlich auch in der Jenaer Denkfabrik, ich glaube, bei mir waren es 8 oder 9 Jahre, gearbeitet, auch hier gewohnt. Sylke kommt ohnehin aus Ostdeutschland, aus Leipzig. Das ist auch ein bisschen der Hintergrund, warum wir uns in Erlangen mit ostdeutscher Betriebsräteforschung befassen. Das ist einer der Hintergründe. Der andere Hintergrund ist, wir haben eine Studie gemacht vor 3 Jahren haben wir begonnen und vor einem Jahr ist sie fertig geworden, über Betriebsratsgründungen bundesweit. Spannendes Projekt, haben wir ganz viele tolle Erlebnisse gehabt mit Betriebsräten oder Menschen im Aufbruch, ja, die quasi für Mitbestimmung in den Betrieben eintreten. Es ist nicht leicht, einen Betriebsrat zu gründen. Und für uns war es ein Aha-Erlebnis, dass viele dieser Storys, sage ich jetzt mal, in Ostdeutschland stattgefunden haben. Erstaunlich viele. Das war ein bisschen eigentlich der Auslöser für das Projekt, was wir jetzt zuletzt eben gemacht haben, mit dem Titel Betriebsräte im Aufbruch. Es ist sozusagen das Schwesterprojekt des Jenenser-Projekts. Wir haben auch eng zusammengearbeitet, der Klaus Dörre und wir. Ja, und wir referieren jetzt, also unser Thema, Klaus hat sich so ein bisschen mit dem Thema Gewerkschaften und Betriebsräte oder überhaupt Vergewerkschaftlichung in ostdeutschen Belegschaften befasst. Wir waren zuständig wirklich für die Mitbestimmung, ja, in dem Ganzen. Und zwar also für die Frage, sind Betriebsräte im Aufbruch in Ostdeutschland? Fragezeichen, zu Beginn der Studie zumindest noch. Ja, und was findet statt im Bereich der Mitbestimmung in Ostdeutschland? Am Anfang ist es jetzt der Vortrag, wie wir ihn vorhaben. Am Anfang werde ich noch mal ganz kurz ein paar Worte zur Fragestellung und zum Hintergrund, zur Datenbasis der Studie erzählen. Sylke, die im Wesentlichen die Studie durchgeführt hat, wird dann also die wesentlichen Ergebnisse darstellen. Zunächst zum Gelegenheitsfenster für eine Vitalisierung, wie wir das genannt haben, betriebliche Mitbestimmung, also die strukturellen Rahmenbedingungen. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass so ein Aufwind oder ein Aufbruch stattfindet, und zentrale Befunde? Und das Fazit, das macht dann wieder ich am Schluss. Fangen wir gleich an, damit wir nicht irgendwie mit der schwenkenden Uhr konfrontiert werden. Fragestellung und Datenbasis. Also unsere Frage war, gibt es eine Vitalisierung betrieblicher Mitbestimmung in ostdeutschen Betrieben? Das ist eigentlich ein unangenehmer Begriff, finde ich immer. Vitalisierung klingt so ein bisschen nach Vita-Kern, weiß was, in Müsli oder sowas. Ja, genau. Damit gemeint ist eine Aktivierung von demokratischen Prozessen auf betrieblicher Ebene, ja, die eben in vielen Bereichen ja nicht sehr lebendig waren, bis vor kurzem, würden wir sagen. Gemessen haben wir das oder festgemacht an 2 Phänomenen und beide haben wir auch untersucht. Zum einen die Betriebsratsgründungen. Gibt es eine Zunahme von Betriebsräten in Ostdeutschland? Und zum anderen aber auch, es gibt Fälle, in denen ein Betriebsrat zwar formal existiert, schon ganz lange, aber eigentlich passiert da nichts. Ja, der wird zwar gewählt, vielleicht mit abnehmender Wahlbeteiligung, aber alle sagen, naja, was soll das überhaupt? So, und nun gab es und gibt es Fälle, in denen neue Leute in die Betriebsräte kommen, auch das ganze Prozedere von Mitbestimmung überhaupt ernst nehmen, neue Forderungen stellen, vielleicht auch Machtmittel erstmals einsetzen und dann zuweilen oder oft auch Erfolge erreichen. Auch das würden wir unter Aktivierung oder Vitalisierung fassen. Das war unsere Fragestellung. Was haben wir gemacht? Wir haben vor allem mit solchen aktivierten oder neu gegründeten Betriebsräten gesprochen. Also ähnlich wie auch der Klaus, ein selektiver Zugang eigentlich zu ja, dem Phänomen, das wir untersuchen wollen. Die haben wir gefunden vor allem über Aussage von GewerkschafterInnen. Wir haben auch Expertengespräche mit Gewerkschaftsfunktionären in den beiden Bereichen geführt, auf die wir uns konzentriert haben, also vor allem Metallindustrie und Chemieindustrie oder IGBCE insgesamt.
Ja, also nochmal, es ist keine repräsentative, quantitativ belastbare Studie, aber wir haben schon auch Daten ausgewertet, unter anderem auch die Mitgliederdatenbanken beider Gewerkschaften. Und wir haben auch eine flächendeckende schriftliche Befragung aller Verwaltungsstellen der IG Metall und aller Bezirke der IG BCE durchgeführt und danach gefragt, ob sie diese Phänomene Betriebsratsgründung und Aktivierung ja in ihren Bereichen kennen. Also eine gewisse, ja, Repräsentativität ist es nicht, aber flächendeckende Aussagefähigkeit können wir schon beanspruchen mit unseren Ergebnissen, die jetzt die Silke im Wesentlichen vorstellen wird. Also wir haben uns natürlich gefragt, wenn es sowas gibt wie eine Vitalisierung betrieblicher Mitbestimmung, dann hat sich ja möglicherweise im Rahmen, na gut, im Kontext etwas verändert. Und das haben wir zunächst recherchiert, weil wir wissen wollten, was ist das? Und dann haben wir geschaut, was hat sich im Umfeld der Betriebe in ganz Ostdeutschland verändert. Wir haben aber geguckt auch, was ist in den Betrieben anders geworden. Und zunächst, was hat sich im Umfeld verändert? Das ist heute schon mehrfach angesprochen worden. Seit etwa 2005, 2006 gibt es tatsächlich eine sehr stabile wirtschaftliche, positive wirtschaftliche und Arbeitsmarktentwicklung. Das heißt, die ehemaligen DDR-Betriebe, die privatisiert wurden nach der Wende, haben sich stabilisiert, konsolidiert, ebenso die Neuansiedlungen. Und es hat tatsächlich auch in der Industrie wieder Beschäftigungsaufbau gegeben und, was heute auch schon Thema war, einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, und zwar mehr als eine Halbierung. Wenn Sie sehen, von 18,7% im Jahr 2005 auf 8,5% im November diesen Jahres, das ist enorm. Und das, obwohl sich an der Wirtschafts- und Betriebsstruktur in Ostdeutschland wenig verändert hat. Es ist immer noch so, dass der Industrieanteil niedriger ist als in Westdeutschland. Die Industriedichte ist geringer. Die Betriebe sind eher Klein- und Mittelbetriebe, verlängerte Werkbänke und Zulieferindustrie. Und das hat enorme Auswirkungen. Dieser insgesamt sehr positive Trend für Ostdeutschland verdeckt so ein bisschen die Entwicklung, dass es eine verdeckt, dass es eine sehr ungleiche Entwicklung war, und zwar zwischen den Bundesländern in Ostdeutschland, aber auch innerhalb der Bundesländer. Ne? Es hat zu einer Zunahme regionaler Unterschiede geführt. Thüringen steht an der Spitze von allen ostdeutschen Bundesländern vor Sachsen, Anhalt und Sachsen, aber auch innerhalb von... Bitte? Ich habe die Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Okay, also, aber jetzt wurde schon auf die Zahlen aufmerksam gemacht. Innerhalb von Thüringen gibt es große Unterschiede zwischen den Regionen. Ne? Wenn man sich nur mal die Arbeitslosenquote anschaut, Ostdeutschland 8,5%, Thüringen deutlich darunter. Das beste Ergebnis von allen Bundesländern in Ostdeutschland. Ne? Aber wenn man sich Thüringen innerhalb, also die einzelnen Regionen anschaut, stellt man fest, hat man so Phänomene wie Sonneberg mit 3,5% niedriger als in Westdeutschland, ne? Jena so im Mittelfeld und Gera-Stadt mit 10,1%, was über dem ostdeutschen Durchschnitt liegt. Also das muss man mit berücksichtigen, auch bei der Frage, wo finden eigentlich Betriebsratsgründungen statt? Was hat sich noch verändert im Umfeld der Betriebe? Also ist heute auch schon angesprochen worden. Das Klima gegenüber Betriebsräten und Gewerkschaften in der Politik und in der Öffentlichkeit hat sich verändert. Anfang der 2000er Jahre noch galten Betriebsräte und Gewerkschaften als die Bremser der Nation, verantwortlich für die desaströse wirtschaftliche Situation in Deutschland. Das hat sich geändert. Wie Phönix aus der Asche, praktisch als so eine Art Krisenwunde, ist das Ansehen der Betriebsräte und Gewerkschaften durch die erfolgreiche Krisenbewältigung 2008, 2009 enorm gestiegen. Aber es kommt noch ein zweites dazu. Das ist heute auch schon genannt worden von den Ministerialen. Arbeitskräfteengpässe. Wenn man gute, qualifizierte Arbeitskräfte im Land halten will oder bekommen will, dann braucht man gute Arbeit. Und für gute Arbeit, wer
garantiert das in den Betrieben? Das sind zum einen die Gewerkschaften und vor allen Dingen auch die Betriebsräte, die dafür sorgen, dass, wenn es Tarifverträge gibt, dass diese umgesetzt werden, beziehungsweise die sich um die Belange und Nöte ihrer Beschäftigten kümmern. Und last but not least fanden wir auch, dass es einen dritten Faktor gibt. Die Industriegewerkschaften haben ihre Strategie verändert und sind stärker in die Betriebe gegangen und haben versucht, dort Betriebsräte zu gründen. Wenn man jetzt in die Betriebe schaut, dann hat sich die wirtschaftliche Situation, die wirtschaftliche Lage der Betriebe stabilisiert. Zum Teil sind sie auch gewachsen. Das hat die Angst der Beschäftigten vor dem vor Entlassung natürlich reduziert. Ne? Auf der anderen Seite, Klaus Dörre hat es auch schon angesprochen, findet ein Generationswechsel, Wandel in den Belegschaften statt. Das heißt, neue, junge Beschäftigte kommen in die Betriebe, die bringen ganz andere Ansprüche an Arbeit mit. Ne? Er hat es schon prononciert ausgedrückt, die wollen jetzt guten Lohn für gute Arbeit haben. Und ich finde, das ist auch berechtigt. Ne? So, trotz der guten wirtschaftlichen Lage und der Arbeitskräftenachfrage gibt es relativ wenig Verbesserung bei der Qualität der Arbeit. Das ist kein Begriff, den wir uns ausgedacht haben, sondern das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und was heißt das? Der Abstand zu Westdeutschland ist immer noch nach wie vor enorm hoch. Niedrige Entlohnung. Und gerade im verarbeitenden Gewerbe, na, ist es 70% des Westdurchschnittes, 15,27 Euro zu 24,42 Euro. Das ist schon ein deutlicher Unterschied und da sind die Managerhälter mit drin. Was wir nämlich vorgefunden haben in den Betrieben, ist zum Teil Entlohnung auf Mindestlohnniveau, beziehungsweise darunter. Erschütternd, wenn man weiß, dass es die Kernbereiche der Industrie waren, in denen wir unterwegs waren. Höhere Arbeitszeit und mehr atypische Beschäftigung. Befristung ist Standard, Leiharbeit, Schichtarbeit, Wochenendarbeit und so weiter. Okay, das ist also sozusagen der Kontext, in dem sich das bewegt. Wichtige Faktoren. Jetzt zu den zentralen Befunden. Die Frage war, gibt es vermehrte Neugründung? Und das lässt sich eindeutig mit Ja beantworten. Wenn man sich die Zahlen anschaut und als Personal- und Betriebsräte wissen Sie das ja, dass die Wahlperioden immer 4 Jahre dauern und man vergleicht die 2 Wahlperioden, dann kann man deutlich sehen, dass es einen Anstieg an Betriebsratsgründungen gegeben hat. Einmal in der mittleren Spalte der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie und rechts im Zuständigkeitsbereich der EGBCE. Und das ist ein enormer Zuwachs, nämlich in dieser Wahlperiode 2010 waren 24% der bestehenden Betriebsräte neu gewählt worden. Also 248 Betriebsräte sind neu entstanden. Aber leider auch kein flächendeckender Trend, sondern sehr uneinheitlich. Die Betriebsratsgründungen fanden vor allen Dingen statt in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt und dort vor allen Dingen in traditionellen Industriezentren beziehungsweise in den kleinen Subzentren, die sich um die Automobilzulieferindustrie entwickelt hatten. In Betrieben, die neu angesiedelt wurden, in kleinen, mittleren Betrieben und in den genannten Branchen Metall- und Elektroindustrie, Kunststoff- und Automobilzulieferindustrie. Die zweite Frage war, gibt es sowas wie Aktivierung von bestehenden Betriebsräten? Ja. Auch das basiert jetzt auf der schriftlichen Befragung der Verwaltungsstellen und IGBCE-Bezirke in Ostdeutschland. Und die Mehrheit hat gesagt, ja, die kennen dieses Phänomen, bestehende Betriebsräte werden aktiver. Was heißt das? Ganz kurz zusammengefasst, mehr Betriebsratsarbeit, andere Betriebsratsarbeit mit anderen Leuten. Also zum Beispiel neue Ziele des Betriebsrates, dass man jetzt Tarifbindung anstrebt, vermehrter Abschluss von Betriebsvereinbarungen. Und wenn ein Betriebsrat aktiver wird, das werden Sie alle aus Ihrer eigenen Erfahrung kennen, dann heißt das oft auch eine Zunahme von Konflikten mit der Geschäftsführung. Und die Gewerkschaften uns auch bestätigt, dass im Zuge dieser Aktivierung es zu einer Intensivierung der Kontakten auch zu den Gewerkschaften kam. Die spannende Frage ist nun, warum? Warum, wie kommt es zu solchen Neugründungen und Aktivierungen? Und da haben wir festgestellt,
wenn wir die Fallstudien, die wir in 19 Betrieben gemacht haben, miteinander vergleichen, dass die Beweggründe, die Anlässe, die Initiatoren sehr ähnlich sind. Im Grunde genommen geht es immer darum, dass die Belegschaften Schutz brauchen, beziehungsweise Gerechtigkeit wollen, und dahinter steht oft auch Ordnung. Das ist, klingt ein bisschen plakativ, aber das spricht so die Willkür an, die sich im Laufe der Jahre herausgebildet hat. Willkür von Seiten des Managements, Willkür bei der Entlohnung, der sogenannte Wildwuchs. Ne? Das sind so diese Themen. Typische Probleme, die wir vorgefunden haben in den Betrieben, ist Entlohnung, zu niedrig, Wildwuchs, ungerecht, Arbeitszeitgestaltung, unglaublich viele Überstunden, unglaublich viel Wochenendarbeit, unglückliche bis gesundheitsgefährdende Schichtsysteme, gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen. In einem Betrieb muss ich mich praktisch zum Betriebsratsbüro durchkämpfen durch blaue Nebelschwaden, ne, die Hustenreiz verursacht haben. Das im Jahr 2015, das fand ich unglaublich. Was auch schon angesprochen wurde, ist das Führungsverhalten des Managements, Willkür, Druck und vor allen Dingen auch mangelnde Professionalität beim Management. Und ein Thema, was nach wie vor immer auf der Agenda steht oder immer wieder, Arbeitsplatzsicherheit. Wenn man sich jetzt anschaut, die Anlässe, so grundlegende Konstellationen, da haben wir herausgefunden, das sind zwei. Entweder etwas Kurzfristiges, Plötzliches, ein plötzliches Ereignis, wodurch es notwendig wird, dass entweder ein Betriebsrat gegründet wird oder aktiviert wird. Das sind meistens Verkauf, Insolvenz, Entlassung und Ähnliches. Hier geht es vor allen Dingen um Schutz. Aber der häufigste Fall sind dauerhafte oder wachsende Problemlagen im Betrieb oder mit dem Betriebsrat, die zu mehr und mehr Unzufriedenheit führen, nach dem Motto, das Fass läuft langsam voll und dann irgendwann läuft es über und dann geht es nicht mehr und dann gründet man eben einen Betriebsrat oder man aktiviert ihn. Wenn man das Ganze schematisch anschaut, also Oberpunkt Vitalisierung, links Neugründung, rechts Aktivierung und dahinter nochmal kurzfristige Ereignisse, also das sind die Muster und längerfristige Problemlagen in beiden Fällen. Und zu den Mustern hier unten werde ich jetzt ein paar Zitate bringen. Erstmal zu den sogenannten Krisengründungen, also das plötzliche Ereignis, sowas wie Verkauf, Übernahme, Entlassung und Ähnliches. Die haben wir relativ selten gefunden in unserem Sample. Und was wir auch festgestellt haben, meine Kollegin hat es ja schon erzählt, es gibt wenig Unterschiede zu westdeutschen Betrieben. Das Zitat hätte auch aus einem westdeutschen Betrieb kommen können. Hier ging es um Vertrauensbruch durch einen eigentlich guten Chef und Angst vor Verlust der Arbeit. Ne? Wir hätten heute noch keinen Betriebsrat. Wir haben einen Vertrauensmann gehabt, der hat seine Arbeit wirklich hervorragend gemacht. Und dann kam die Phase Anfang des Jahres, als Herr X, der Geschäftsführer, sich in den Kopf gesetzt hat, die Abteilung Y hier zu veräußern. Das war ein Wortbruch. Der Chef hatte versprochen, das Unternehmen bleibt bestehen, alle bleiben an Bord. Und dieses Wort hat er gebrochen. Und in einer strukturschwachen Region, wie dort, wo der Betrieb sich befindet, ist das natürlich desaströs. Und das war der Grund, weshalb der Betriebsrat gegründet wurde. Weitaus häufiger finden aber Betriebsratsgründungen statt nach dem Motto, das Fass läuft langsam voll und irgendwann läuft es über. Und da haben wir zwei Muster gefunden. Das eine haben wir genannt Bruch des Aufbaupaktes. Das war der häufigste Fall, typisch für Neuansiedlungen. Und das muss man sich so vorstellen, das waren alles Betriebe, die wurden neu gegründet und am Anfang herrscht eine unglaublich positive Aufbruchstimmung. Ne? Die Beschäftigten sind froh, dass sie endlich einen Job haben, dass ein Betrieb gegründet wurde in ihrer Region. Sie sind bereit, dafür vieles zu tun, auf Lohn zu verzichten, erstmal auf Lohnzuwächse zu verzichten. Über kleinere Probleme wird hinweggesehen. Immer in der Hoffnung, dass sich das für sie irgendwann auszahlen wird. Und nach Jahren stellt sie fest, da zahlt sich nichts aus. Es kommt niemand und gibt ihnen sozusagen diesen versprochenen Lohn. Und es dauert Jahre und dann irgendwann schleicht sich so das Gefühl von Benachteiligung ein, Enttäuschung, und es stellen fest, sie können nur selbst die Dinge in die Hand nehmen und selbst einen Betriebsrat gründen. So das Zitat.
ist ganz typisch, als ich vor 7 Jahren hier begonnen hatte, hatte die Firma noch einen recht positiven Geist. Wir waren mit Aufträgen gut bestückt, die Zukunft sah gut aus und die Mitarbeiter waren ohne Murren im Wesentlichen bereit, auch mehr zu leisten, als von ihnen erwartet wurde, also Überstunden, weil ja eine Perspektive da war. Aber in den letzten Jahren hat sich das doch deutlich verändert. Wie gesagt, wir hören wenig Positives von unserer Geschäftsleitung, trotz hervorragender Zahlen zum Jahresende. Das Negative wird unglaublich in den Vordergrund gestellt und Positives hören wir nie. Den Betrieben geht es immer besser, aber die Belegschaft ist abgehängt und guckt in die Röhre. Ein Grund, um einen Betriebsrat zu gründen. Der nächste Typus, den haben wir genannt, Verletzung der Fürsorgepflicht. Und der ist, Gott sei Dank, ist er uns sehr selten begegnet, aber es gibt ihn auch. Ein Arbeitgeber hat tatsächlich dafür zu sorgen, dass es den Beschäftigten an Leib und Leben gut geht, dass sie keinen Schaden nehmen. Das ist in den Betrieben, die wir untersucht haben, so nicht der Fall gewesen. Er ist, wie gesagt, selten, aber auch eher typisch für Neuansiedlungen. Und da war es so, dass die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung von Beginn an hochproblematisch waren. Es herrscht ein Klima von Befehl und Gehorsam und ein Zitat von Managern, sie machen doch keine Geschenke an die Leute. Und das Zitat eines Betriebsratsmitgliedes, also die Produktion, das ist so modernes Sklavenhaltertum, muss ich sagen. Da wird keine Rücksicht auf die Leute genommen. Da ist nur Druck die ganzen Jahre. Auch Arbeitsschutz ist irgendwo ein Fremdwort gewesen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gebessert, weil wir als Betriebsrat darauf einwirken. Und die zahlen hohe Strafen wegen der vielen Arbeitsunfälle. Das ist ein Indikator. Die zahlen lieber Arbeitsunfälle, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Bei der Aktivierung von länger bestehenden Betriebsraten gibt es auch diesen Fall kurzfristige Ereignisse. Der ist sehr ähnlich zu den Krisengründungen. Deshalb könnte man ihn auch Krisenmobilisierung nennen. Dazu will ich kein Beispiel bringen, das würde eher gleichen. Ich möchte noch kurz Beispiele bringen zu den längerfristigen Problemfragen. Und das war ein Phänomen, was wir so bei den Gründungen in Westdeutschland eher wenig gefunden haben, was wir beschrieben haben als Klärung der Machtfrage nach der Neugründung. Und zwar waren das Betriebe, die vor kurzem erfolgreich einen Betriebsrat gegründet hatten, aber unter sehr schwierigen Bedingungen, mit einer gespaltenen Belegschaft, mit unterschiedlichen Interessen, Gruppen, die da bei der Gründung eine Rolle spielten. Und diese Kämpfe im Vorfeld setzen sich dann nach der Gründung fort. Es geht darum, die Machtfrage zu klären, also wer dominiert den Betriebsrat, wer sagt, wo es lang geht, wie er ausgerichtet wird. Man könnte sagen, es ist so eine Art verlängerter Wahlkampf, der da geführt wird. Und das Zitat, naja, es ist dann erst so abgeflacht, wo dann X nicht mehr da war und Y dann diese Position übernommen hat, da hat man eigentlich das Gefühl gehabt, dass man eigentlich gar keinen Betriebsrat hat. Und als dann diese neuen Wahlen stattgefunden und Z dann halt an die Spitze gesetzt wurde, sag ich mal so, da hat man dann gleich mitbekommen, aha, jetzt ist wieder was los. Der Betriebsrat hat sich in dem Moment sofort geändert. Und da wurde das ganze Thema Tarif, Gewerkschaft sofort mit aufgenommen. Und seitdem ist der Betriebsrat in der ganzen Belegschaft immer präsent. In diesen Fällen geht es immer darum, dass im Prinzip die Betriebsräte sich durch diese internen Machtkämpfe permanent lahmlegen. Und dafür, wofür der Betriebsrat ja gegründet wurde, nämlich die Probleme im Betrieb zu lösen, gar nicht kommt, weil er mit sich selber beschäftigt ist. Das heißt, die Belegschaften haben in dem Fall nicht nur die Probleme, die ohnehin schon da waren, sondern auch noch Probleme mit dem Betriebsrat. Und da kommt es meistens von unten zu einer, sagen wir mal, Revolte, wo dann versucht wird, in dem Betriebsrat klare Verhältnisse zu schaffen. Ja, und letztes Phänomen, was wir gefunden haben, ist der Generationswandel. Immer wenn neue Leute in den Betriebsrat kommen, verändert er sich. Das ist ganz normal und wir haben über die junge Generation heute schon gesprochen. Und jetzt so gegenwärtig und in den nächsten Jahren verlassen so die letzten Betriebsratsmitglieder, die damals an den Gründungen beteiligt waren, die Betriebsräte, die Gremien und gehen in Rente. Und dieser Generationswandel ist häufig auch mit einer Neuausrichtung und Aktivierung verbunden und er ist nicht einfach, wie die Beispiele zeigen. Wir haben sowas. Vielleicht der Normalfall wäre die organisierte Übergabe. So stellt man sich das vor, ne? Aber
Hier in dem Fall, woher wir das Zitat haben, ging es auch darum, dass die Belegschaft sich sehr stark verändert hatte. Sie ist viel jünger geworden, viel qualifizierter und sie wollte jetzt auch eine andere Betriebsratsarbeit. Ne? Und der jetzige Betriebsratsvorsitzende hat gesagt, also als aktiv haben wir den Betriebsrat schon empfunden, aber als zu arbeitgeberfreundlich. Jetzt wollen wir nichts weiter als ein Stückchen Normalität und die Normalität war genauso eine hohe Bezahlung wie das Schwesterunternehmen in Westdeutschland. Aber Generationswandel kann auch schief gehen, wie der nächste Fall zeigt, die erzwungene vorzeitige Ablösung oder wie ein Betriebsrat gesagt hat, Königsmord. Da hatte sich der Betriebsratsvorsitzende, der 25 oder 24 Jahre im Unternehmen war und Vorsitzender des Betriebsrates war, zunehmend von der Belegschaft entfernt, hat keine Betriebsratsarbeit mehr gemacht. Und so wurde in einer konzertierten Aktion bei einer Wahl dieser Betriebsratsfürst, sag ich mal, entthront. Und im letzten Fall, da war es so, da gab es zwar den Betriebsrat, der wurde 1990 gegründet, aber der war de facto nur eine formale Hülle. Der war nur da, damit es einen gab und die Geschäftsführung ihre Ruhe hatte. Und dieser Betriebsrat ist dann auch sozusagen sukzessive in Rente gegangen, hat die Leute sich selbst überlassen und dann kam eine junge Riege von 20, 25-Jährigen, das war eine kleine Gießerei in Thüringen, die dann gesagt haben, so kann es nicht sein und wir müssen hier was ändern und wir werden jetzt den Betriebsrat neu beleben. Ja, und ich habe die schöne Rolle, jetzt das Fazit zu ziehen aus den vielen Betriebsbeispielen, die jetzt die Silke uns vermittelt hat. Ja, es sind drei Messages eigentlich. Also die erste, ja, es gibt eine Vitalisierung betrieblicher Mitbestimmung und zwar schon seit ein paar Jahren in ostdeutschen Industriebetrieben. Es ist im Grunde eine Wiederholung dessen, was Silke gesagt hat. Diese Betriebsratsgründungen und Aktivierungen sind eine Reaktion auf eine Gerechtigkeits- und Schutzlücke. Und ich würde sogar noch ergänzen, auch auf eine Mitbestimmungslücke, ja, die bisher noch in ostdeutschen Betrieben existiert hat, ja, und im Begriff ist, ja, verändert zu werden, ein Stück weit geschlossen zu werden, nach einer langen Phase, wo eben auch aufgrund der Arbeitsmarktsituation sich wenig bewegt hat in den Betrieben. So, da sind wir jetzt quasi in so einer Nachholphase, die Jenense haben es auch genannt, nachholende Modernisierung. Nach der Zeit der Lähmung könnte man ergänzen, ja. Was man allerdings, womit man vorsichtig sein muss, ist zu sagen, es sind nur die strukturellen Bedingungen. Ja, die haben sich verändert und dann geht das jetzt schon von allein. So ist es nicht. Es braucht immer Menschen, die dieses Gelegenheitsfenster nutzen. Ja, es braucht immer Belegschaften, die sagen, wir wollen. Ja, insofern ist es auch kein Automatismus und es braucht vielleicht auch trotzdem weiterhin Hilfe von außen, von Seiten der Gewerkschaften, um sowas anzustoßen. Trotzdem, es passiert häufiger als früher. Wie lange dieses Gelegenheitsfenster existieren wird, ist nicht sicher. Momentan, glaube ich, auch mit der rot-rot-grünen Koalition bestehen ganz gute politische Rahmenbedingungen auch, um es noch eine Zeit lang offen zu halten, das Gelegenheitsfenster. Ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ein bisschen nachdenklich muss man auch sein, was die ja, Ubiquität oder die Flächendeckendheit, das ist kein schönes Wort, ja, diese Entwicklung angeht. Das hat die Silke vorhin auch gesagt. Thüringen steht da ganz gut da. Also einen Haufen dieser Fälle haben wir tatsächlich in Thüringen gefunden, auch in Sachsen, in Sachsen-Anhalt. Mecklenburg-Vorpommern schaut ganz anders aus. Ja. Also da waren tatsächlich Verhältnisse, da war ich aus Bayern kommend. Ich kenne schon viel in Deutschland, aber wenn dann tatsächlich Facharbeiter um Stundenlöhne von 9 Euro kämpfen müssen, das war dann schon Verhältnisse, da war ich ziemlich erschrocken. So, und die waren allein auf weiter Flur und die Gewerkschaft sitzt 150 Kilometer teilweise weit weg, ja, also die sind am Land und auch abgekoppelt von der Gewerkschaftskultur. Das sind nochmal ganz andere Verhältnisse, sogar als in Thüringen, muss man sagen. Insofern existieren aktuell auch große regionale Ungleichheiten und auch tendenziell wachsende regionale Ungleichheiten, auch innerhalb Ostdeutschlands. Also ein bisschen so ein Verhaltensresümee, trotzdem ja insgesamt positive Nachrichten. Und ich hoffe, ja, wir werden jetzt auch schön drüber diskutieren noch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.